Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur 15. Reichmut und Co. Lecture. Heute, das erste Mal, sind wir zu Gast in den Räumlichkeiten der Privatbank, die dieser Lecture den Namen verleiht. Unser Interviewpartner bei der 15. Austragung der Lecture ist Professor Dr. Lars Feld. Er ist Direktor des Walter-Eucken-Instituts und Professor an der Albert-Ludwig-Universität Freiburg im Breisgau. Lars Feld hat Volkswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes studiert und wurde 1999 an einer Schweizer Universität in St. Gallen promoviert, wo er sich auch habilitierte. Danach seine erste Stelle als Professor an der Philipps-Universität in Marburg von 2002 bis 2006. Danach zog es ihn weiter an die Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg und seither ist er Professor an der Universität in Freiburg. Am 2. November 2017 wurde er von der Universität Luzern mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet. Einer breiten Öffentlichkeit ist Lars Feld bekannt als Präsident des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, der sogenannte Rat der Wirtschaftsweisen, dem er bis vor kurzem angehörte. Es freut mich sehr, Lars Feld heute hier begrüßen zu dürfen. Nach 10 Jahren im Sachverständigenrat, Lars, bist du nun Ende Februar turnusgemäß aus dem Kreis der Wirtschaftsweisen ausgeschieden. Eine Verlängerung ist am Widerstand der SPD in der aktuellen Regierungskoalition gescheitert. Du hattest daraufhin gemeint, nun seist du wieder ein freier Mann. Wie muss man sich das vorstellen, wenn ein Professor in der Tradition der Freiburger Schule, in der Tradition von Eucken, von Hayek, meint, er sei ein freier Mann? Welche Freiheiten schätzt du jetzt am meisten? Am meisten schätze ich vor allem auch in den vergangenen 4, 5 Wochen die Freiheit, die man im Kopf hat. Letztlich bin ich nach meinem Ausscheiden aus dem Sachverständigenrat seit Anfang März nicht weniger zeitlich beansprucht. Ich habe sehr, sehr viel zu tun, aus unterschiedlichen Gründen. Das war vielleicht sogar ein Fehler, in der breiten Öffentlichkeit zu sagen, ich sei ein freier Mann, weil dann doch sehr viele Anfragen von außen kamen und offensichtlich eine Reihe von Menschen dachten, ja, jetzt haben wir wieder mal Zeit. Das Wichtigste ist wirklich, dass man sich im Kopf frei macht von all den möglichen Themen, die wirtschaftspolitisch auf dem Tisch liegen und liegen könnten, und alles versucht zu hinterfragen, mit Hintergrundgesprächen zu begleiten und Ähnliches. Da ist einfach sehr viel weggefallen und ich habe einfach verspüre so diese Freiheit im Kopf, nochmal über neue Forschungsprojekte nachdenken zu können, die auch nach vorne zu bringen und dafür zu sorgen, dass man in dem, was einem am meisten Spaß macht, weswegen man Professor geworden ist, nämlich zu forschen, um in diesem Bereich wieder einen Schritt nach vorne zu tun. Ja, sehr gut. Dann wollen wir gleich in eine deiner Forschungsdomänen einsteigen, wollen wir uns dem Thema Schulden widmen. Das war auch deine Domäne im Sachverständigenrat. Du hast dich dazu immer wieder prominent geäußert und bist wahrscheinlich einer der meistbeachtetsten Experten in Deutschland auf diesem Gebiet. Kürzlich, Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds, des IWF, hat seinen neuesten Fiscal Monitor publiziert. Und das ist durchaus bemerkenswert, wenn man sich mal die Zahlen anschaut zur Verschuldung. Sie ist bereits bei einem hohen Stand von über 100% des Bruttoinlandsprodukts gestartet vor der Krise und hat jetzt sage und schreibe im Durchschnitt 127% des Bruttoinlandsproduktes angenommen. Ein Wert, der in Friedenszeiten so noch nie erreicht wurde. Ein Schuldenstand, der sogar den Schuldenstand nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Durchschnitt der Länder übertrifft.
Wie fällt deine Diagnose aus? Ist das jetzt alles unproblematisch, weil wir ja letztendlich die Finanzpolitik auch in der Krisenprävention benutzen wollen? Ist das unproblematisch, weil wir danach genügend Zeit haben, die Schuldenstände wieder abzubauen? Oder ist das eine Größenordnung, die dich irgendwie kritisch und nachdenklich stimmt? Naja, so eine Schuldenentwicklung, die stimmt mich immer skeptisch und kritisch. Ich schaue dann regelmäßig drauf, woran es liegt, dass wir diese Dynamik bekommen haben. Und also auch der Vergleich mit der Situation nach dem Zweiten Weltkrieg ist meines Erachtens sehr, sehr bedeutsam. Wenn man dann doch klar sieht, wie dieser ansteigende Trend der Staatsverschuldung sich in den entwickelten Ländern im Zeitablauf gezeigt hat, ohne dass man diese Trends in den meisten Ländern irgendwie brechen konnte. Da mache ich mir natürlich schon Sorgen, wie das weitergeht, ja, und welche Entwicklungen das in den weiteren Schritten nimmt. Allerdings ist der nächste Schritt zu fragen, wie sieht das denn in den verschiedenen Ländern aus? Für Deutschland oder für die Schweiz mache ich mir relativ wenig Sorgen, denn da denke ich, dass man auch im Zeitablauf ganz normal vor allem über Wirtschaftswachstum konsolidieren kann, parallel dazu mit einer entsprechenden Ausgabenkontrolle vorankommt, was ja heißt, Ausgabenkontrolle, dass die Ausgaben nicht stärker, die Staatsausgaben nicht stärker steigen sollten als das Bruttoinlandsprodukt. Und damit kommt man eben auch zu einer Konsolidierung, die sich nach und nach wieder einstellt. Für Deutschland werden wir nach dieser Corona-Krise bei einer Schuldenquote zwischen 70% und 75% landen. Das ist deutlich weniger als nach der Finanzkrise und wird es dann schon auch erleichtern, in den kommenden Jahren zu konsolidieren. Das sieht in anderen Ländern anders aus. Es macht mir vor allem Sorgen in der Währungsunion, denn da haben wir Länder, die doch schon übermäßig verschuldet sind. Und eines davon ist einer der wichtigsten Spieler auf den Staatsanleihemärkten, nämlich Italien. Und deswegen schaue ich da mit Argusaugen hin, was passiert. Das Problem, das wir da haben, ist, wir sind eben auch geldpolitisch in der EU, in der Europäischen Währungsunion, in einem anderen Gefüge als beispielsweise die USA oder Japan es sind, auch das Vereinigte Königreich, letztlich auch die Schweiz, wobei die Schweiz ja dann auch nochmal schauen muss, wie die Wechselkursentwicklung zum Euro insbesondere aussieht. Aber die Besonderheit eben ist in der Währungsunion, der Europäischen Währungsunion, dass die Länder verschuldet sind in einer Währung, in einem Geld, das sie nicht selber herstellen können. Und das heißt entweder, dass diese Beschreibung irgendwann nicht mehr gilt, dass also die EZB monetäre Staatsfinanzierung betreibt bei so einer übermäßigen Verschuldung, wie wir sie in Italien haben. Oder aber, dass man nicht mehr daran vorbeikommt, der EU dauerhaft fiskalpolitische Kompetenzen einzuräumen, damit sie eine Stabilisierung in der Währungsunion auch für die übermäßig verschuldeten Länder letztlich herbeiführt. Und das ist ungünstig, weil wir dadurch falsche Anreize setzen. Ja, gerade die übermäßigen Länder übermäßig verschuldeten Länder auf eine gewisse Art und Weise raushauen. Da muss man schon sagen, da sind wir in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und vielleicht noch die letzte Bemerkung zu den Sorgen, die ich dabei habe. Man muss natürlich schon auch sehen, die Vereinigten Staaten sind sehr hoch verschuldet. Das jetzige Konjunkturpaket sorgt dafür, dass die Verschuldung noch mal massiv nach oben geht. Es ist so groß, dieses Konjunkturpaket, dass sogar frühere Tauben in vorherigen demokratisch geführten Regierungen, in demokratischen Präsidentschaften anfangen, sich Sorgen zu machen und Angst haben, dass eine neue Inflationsentwicklung losgetreten wird. Wenn wir natürlich in ein solches Szenario reinkommen, dann dürfen wir auch erwarten, mit höherer Inflation, höheren Anleiherenditen, dass Turbulenzen auf den Finanzmärkten auftreten. Ja, du hast das Rettungspaket der EU-Staaten bereits erwähnt. Das ist eine Größenordnung, an die man sich auch erst gewöhnen muss. 750 Milliarden Euro werden hier aufgeworfen. Nun hat sich das deutsche Bundesverfassungsgericht wieder einmal dazu geäußert und es hat förmlich untersagt, dass der Bundespräsident dieses Zustimmungsgesetz bisweilen unterzeichnen darf.
man weiß, du bist kein Freund der Schuldenunion. Man weiß auch, dass Schuldenvergemeinschaftung nicht das ist, was du dir als Zukunft der EU vorstellst. Du hast dich kürzlich in der NZZ hinter diesen Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes, hinter diesen sogenannten Hängebeschluss des Bundesverfassungsgerichtes gestellt. Nun, der Finanzminister deines Landes, Herr Scholz, hat von einem Hamilton-Moment gesprochen. Alexander Hamilton war der erste Finanzminister der Vereinigten Staaten und Hamilton argumentierte da bei der Staatsgründung in den USA, dass diese Schulden im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gemeinsam entstanden sind und deshalb auch gemeinsam zu tragen seien. Ich gehe davon aus, dass der Finanzminister, euer Finanzminister, den Hamilton-Moment als Geburtsstunde der USA gerne vergleichen würde, als Geburtsstunde der EU. Könnte man sagen, das Bundesverfassungsgericht und damit auch du, ihr seid Verhinderer der Vereinigten Staaten der EU, der Vereinigten Staaten von Europa? Ach, so weit würde ich meine kleine Rolle in dieser Diskussion, so groß würde ich die nicht sehen und mich auch so nicht verstehen. Also ich glaube, ich darf für mich in Anspruch nehmen, durchaus Europäer zu sein. Meine Antrittsvorlesung in Marburg im Jahr 2003 war ja eine Auseinandersetzung mit der europäischen Verfassung und wie man sie so gestalten kann, dass sie auch letztlich im Sinne einer Vereinigten Staaten von Europa für alle dann Teilstaaten eines europäischen Bundesstaats zu einem guten Ergebnis führt. Und ich hätte mich nicht damit auseinandersetzen müssen oder es einfach nur in die Tonne treten können, anstatt zu versuchen, konstruktive Vorschläge zu machen. Und ich habe auch als Mitautor des Schuldentilgungspakts des Sachverständigenrats gezeichnet, wo wir ja ebenfalls zum Abbau der Verschuldung in Europa einen Vorschlag gemacht haben, der temporär eine gemeinschaftliche Verschuldung der Mitgliedstaaten vorgesehen hätte. Nun muss man aber sagen, der Vergleich, den Herr Scholz zieht, wenigstens implizit mit diesem Hamilton-Moment, der ist deswegen schief, wie schon vieles, was wir in den vergangenen Jahrzehnten in der Europäischen Union gesehen haben, weil in den USA ging dieser größeren Rolle des Bundes, den Entscheidungen Hamiltons, ja nicht nur der Unabhängigkeitskrieg voraus, sondern es ging auch voraus die Gründung des Bundesstaates, das heißt also die politische Union. Und wir haben durchaus mit der Europäischen Währungsunion schon das Problem, dass die politische Union nicht vorher geschaffen worden ist, sondern man gedacht hat, wir schaffen es mit einer stärkeren wirtschaftlichen Einigung, in dem Fall also einer gemeinsamen Währung, so viel mehr und so viel stärker zusammenzurücken, dass sich die politische Union nach und nach von selber ergibt. Und da kann man durchaus skeptisch sein, weil das, was die Europäische Währungsunion ja in Europa gemacht hat, war zwar mehr europäische Öffentlichkeit zu schaffen, sodass man sich auch mal anguckt, was in den anderen Mitgliedstaaten auch tatsächlich passiert, aber sie hat auch sehr, sehr viel Ressentiment, sehr viel Streit hervorgerufen in der europäischen Schuldenkrise, sodass man jetzt nicht so zuversichtlich sein kann, dass ein vorzeitiger Schritt hin zur Fiskalunion, vorzeitig in dem Sinne, dass man diesen Schritt vor der politischen Union unternimmt, dass der ohne solchen Zwist und ohne solche Auseinandersetzungen zustande kommt. Das Grundproblem ist doch dabei, dass die EU sich verschuldet, um dieses Paket Next Generation EU zu finanzieren, diese Mittel in die Mitgliedstaaten gibt, auch mit einem Transfer, mit einer Transferkomponente, also besonders stark betroffene, von der Corona-Krise stark betroffene Mitgliedstaaten erhalten mehr Mittel und müssen sie auch nicht zurückbezahlen und keine Kontrolle über die Verwendung dieser Mittel hat. Das heißt, Haftung und Entscheidung fallen vollständig auseinander und das führt letztlich zu Fehlanreizen und gerade nicht dazu, dass die Mitgliedstaaten, die Schwierigkeiten haben, wegen ihrer übermäßigen Verschuldung, diese dann auch zurückführen. Das ist das Problem, das wir hier haben. Und der Hängebeschluss des Bundesverfassungsgerichts ist ja noch keine Vorentscheidung
gegen diesen Eigenmittelbeschluss, gegen Next Generation EU, sondern ist lediglich die Sicherstellung, dass nicht im außenrechtlichen Verhältnis, da müssen wir im deutschen Kontext immer außenrechtlich sagen, weil es nicht nur völkerrechtlich, sondern auch EU-rechtlich ist, also im außenrechtlichen Verhältnis Fakten zu schaffen, die nicht mehr zurückzudrehen sind, wenn man dann intern eine andere Entscheidung treffen würde. Ob die so getroffen wird, ist eine andere Frage. Ich erwarte eher, dass die Karlsruher Richter, wie so häufig, ein Ja-Aber formulieren werden. Denn man muss ja anerkennen, dass Next Generation EU, auch wenn es von vielen als Einstieg in die Fiskalunion gefeiert wird, als temporäre Maßnahme aufgegleist ist. Das heißt also, irgendwann würde das vorübergehen und die Schulden werden getilgt. Dazu gibt es auch eine Ausweitung des Finanzrahmens der EU im Zeitablauf, sodass die Mitgliedstaaten mehr Eigenmittel, mehr Geld abführen müssen an die EU. Aber es ist eben noch kein Beschluss, der dauerhaft getroffen wird. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat die Möglichkeit, mit seiner Entscheidung, mit dem Aber, das es formuliert, auch klarzumachen, dass diese Verschuldungsmöglichkeit temporär bleibt, dass man damit nicht dauerhaft in die Fiskalunion eintritt, dass unterwegs der Bundestag Kontrolle hat über die Umsetzungspläne, die sogenannten Aufbau- und Resilienzpläne für dieses Next Generation EU und sich damit auch die Pläne der anderen Mitgliedstaaten anschaut. Denn man übernimmt ja von deutscher Seite in gewisser Weise Haftung für die anderen Mitgliedstaaten mit. Und das ist der Punkt, an dem sich natürlich viele Partnerländer in Europa stoßen werden, wenn ein solches Urteil kommen sollte, weil sozusagen das Parlament eines anderen Mitgliedstaates auf die parlamentarischen Entscheidungen des einen Mitgliedstaates schaut und sich ein Mitspracherecht herausnimmt. Das ist nicht so ganz ungefährlich für die weiteren Entwicklungen, die wir hier zu nehmen haben. Ein Plädoyer für das Haftungsprinzip. Du interpretierst das, den Hängebeschluss des Bundesverfassungsgerichtes im Sinne eines Schutzes der Allmende. Der Europäische Wertegemeinschaft ist auch einer Allmende vergleichbar, insbesondere wenn es um die Finanzpolitik geht. Und diese Allmende soll geschützt werden. Das ist dein Plädoyer. Absolut. Wir haben ja dieses Problem immer in den öffentlichen Haushalten, dass im Grunde Staatsausgaben finanziert werden, ob nun über Steuern oder über Verschuldung, und damit ganz bestimmte Anspruchsgruppen zum Zuge kommen mit den Mitteln, die da eingesetzt werden. Es ist immer so, dass jede Staatsausgabe, die getätigt wird, auch solche, die reine öffentliche Güter wie die Landesverteidigung bereitstellen und sie finanzieren, dass diese Ausgaben ganz bestimmt Gruppierungen zugutekommen. Wenn man die Landesverteidigung nimmt, das kann man auch sehr schön in der Schweiz sehen, dann muss man feststellen, dass die Einrichtungen für die Schweizer Armee eben in ganz bestimmten Kantonen liegen. Und diese Kantone haben dadurch einen positiven wirtschaftlichen Effekt. Landesverteidigung ist zwar ein reines öffentliches Gut, aber nachher über die tatsächliche Ausgestaltung kommt auf diese Art und Weise sehr wohl eine Bevorzugung ganz bestimmter regionaler Einheiten zustande. Das kennen wir in Deutschland ganz genauso, wir kennen es in den USA ganz genauso. Es hat auch viele Gründe, warum man dann in bestimmte Gegenden geht, aber letztlich kommt der wirtschaftliche Effekt so zustande. Und insofern ist es kein Wunder, dass die unterschiedlichen Anspruchsgruppen, die es immer in einem Land gibt, versuchen, möglichst viel aus dem öffentlichen Haushalt für sich herauszuholen. Das Problem ist nur, wenn man das dann über die politische Entscheidung in irgendeiner Form des Stimmentauschs schafft und zum Zuge kommt, dass ja ein Teil der Anspruchsgruppen dann gerade nicht zum Zuge kommt. Die Mittel sind ja nicht unendlich. Und sie werden dann aber finanziert, ziemlich breit, über breite Schichten der Bevölkerung, entweder über Steuern oder über Schulden. Das heißt, ein Teil der Leute, die das finanziert, ist eben nicht Nutznießer der Ausgabentätigkeit des Staates. Und das führt dazu, dass wir ungünstige Anreize bekommen. Und es führt auch dazu, dass es so eine Übernutzungstendenz der öffentlichen Haushalte gibt. Das ist übrigens schlimmer, wenn man die Verschuldungsmöglichkeit hinzunimmt, weil die Anspruchsgruppen, die da noch mitzureden hätten, zum Teil ja noch gar nicht geboren sind. Das sind zukünftige Generationen, die dann irgendwann über ihre Steuern die aufgelaufenen Schulden zu finanzieren haben. Und die haben heute kein Mitspracherecht. Ja, die Politik des Beutejägertums
ist in allen Ländern irgendwie verbreitet. Das scheint ein Naturgesetz zu sein. Aber könnte es nicht sein, dass du das zu negativ siehst? Es gibt berühmte Stimmen, mittlerweile auch nicht mehr ganz so jung, ursprünglich von Abba Lörner in die Volkswirtschaftslehre eingebracht. Die Schuldenproblematik ist nicht so schlimm, wenn es Inlandverschuldung ist. Wir schulden uns die Schulden im Wesentlichen selbst, war sein Credo. Und dieses Credo hat im Moment auch Vertreter. Die Vertreter der neuen monetären Theorie berufen sich gerne auf diese Fundamente. Du hast das einmal als Finanzpolitik à la Münchhausen genannt. Was meinst du damit? Naja, ich meine damit, dass man sozusagen, indem man selber das Geld druckt, am Ende sich aus dem Sumpf zieht und auf die Art und Weise die unterschiedlichen Ansprüche, die an den Staatshaushalt herangetragen werden, finanziert. Also Verschuldung finanziert über Geld, über die Gelddruckmaschine. Und das funktioniert deswegen nicht, weil man früher oder später damit in Inflation hineinläuft. Und Inflation, die Geldentwertung, ist ja auch nichts anderes als eine Art und Weise der Bezahlung der zu hohen öffentlichen Verschuldung. Sich zu entschulden über Inflation ist ja ein beliebtes Instrument in der Geschichte des Geldwesens gewesen. Und ist es ja bis heute immer noch. Insofern steckt in dieser sogenannten neuen oder modernen monetären Theorie die Annahme drin, dass wir das Inflationsphänomen vollständig hinter uns gelassen hätten und dass es einfach möglich ist, die Budgetbeschränkung des Staates dadurch sicherzustellen, dass die Notenbanken das Geld einfach drucken und zur Verfügung stellen. Und das funktioniert eben nicht. Es gibt weiterhin den Zusammenhang zwischen Geldangebot und Inflationsentwicklung. Natürlich ist das nicht rein monetaristisch zu sehen. Die Geldmenge auch in breiteren, gerade in breiteren Abgrenzungen, sie äußert sich zwar in Inflationsentwicklung, aber erstens ist das bei niedrigen Inflationsraten eine viel, viel lockerere Beziehung als bei höheren Inflationsraten. Und zweitens muss man auch sagen, dass zwischen der Liquiditätsbereitstellung durch die Notenbank und der Geldmenge in der breiteren Abgrenzung das gesamte Bankensystem zwischengeschaltet ist. Und sehr viel also von der Kreditvergabetätigkeit der Banken abhängt, bevor man dann in Inflationsentwicklungen kommt. Das hat sich nach der Finanzkrise in den 10 Jahren danach, und das wird sicherlich auch die Protagonisten der Modern Monetary Theory beeinflusst haben, so gezeigt, dass wir bei sehr, sehr hoher Liquidität in den Märkten, die Notenbanken haben ganz viel Liquidität bereitgestellt, fast alle großen Notenbanken haben das gemacht, haben wir kaum Inflation gesehen, einfach weil diese hohe Liquidität sich nicht in gleichem Maße in der Kreditvergabetätigkeit der Banken niedergeschlagen hat. Das ist logisch, nach einer Bankenkrise müssen die Banken erstmal ihre Bilanzen bereinigen, das haben sie mit dieser Geldpolitik gemacht. Also wenn ich das am Beispiel erläutern kann, die EZB hat Staatsanleihen in großem Stile gekauft und davon haben natürlich vor allen Dingen die Banken in Mitgliedstaaten, die besonders hoch verschuldet sind, hohen Profit geschlagen. Wenn man sich das genauer vorstellt, eine italienische Bank hat in der Schuldenkrise die Staatsanleihen seines Staates in die Bilanz genommen, hat sie dann aber zu wesentlich höheren Kursen an die EZB verkaufen können. Ein riesiger Carry Trade, der da stattgefunden hat und dazu geführt hat, dass sich die Bilanz der angesprochenen italienischen Bank auch entsprechend verbessert hat. Und da muss man sich nicht wundern, wenn dann solche Mechanismen stattfinden, dass eben die Geldpolitik, diese expansive Geldpolitik vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren genutzt worden ist, um die Banken zu sanieren. Und wir sind ja am Ende auch nicht unglücklich damit, dass es den Banken besser geht. Aber man darf nicht davon ausgehen, dass sich das nach jeder Krise einfach so wiederholen lässt. Wenn jetzt nach der Corona-Pandemie, wenn diese Krise überwunden ist, die Kreditvergabe wieder anspringt, sind wir in einer ganz anderen Situation und werden dann auch abwarten müssen, was das für die Inflationsentwicklung bedeutet. Für mich ist schon bemerkenswert, dass diese moderne monetäre Theorie auf etwas zurückgreift, was etwa 80 Jahre zurückliegt, nämlich auf Abba Lörners Überlegungen. Und das lässt einen eigentlich ein bisschen
erstaunt und auch ein bisschen wehmütig zurück, denn man darf, wenn sich das so weiterentwickelt, wie es sich danach nach Eber Lerner entwickelt hat, vielleicht dann doch davon ausgehen, dass wir in eine Phase höherer Inflationsraten und finanzieller Repression münden werden, so wie es die Vereinigten Staaten gemacht haben, um ihre Schulden aus dem Zweiten Weltkrieg zu finanzieren. Monetäre Staatsfinanzierung, also nicht unbedingt das Instrument, das du befürworten würdest. Du bleibst damit quasi erwartungstreu. Jetzt, wenn man sich versucht, die Alternativen ein bisschen zurechtzulegen, was würde denn sonst noch für Möglichkeiten bestehen, die gestiegene Schuldenlast, diese historisch hohen Werte zu bedienen, beziehungsweise von den Schulden wieder herunterzukommen. Auch hier eine alte Theorie von F.C. Doma, Wachstum. Wir können aus den Schulden herauswachsen. Du hast dich am Samstag in der Finanz und Wirtschaft entsprechend geäußert. Aber Wachstum fällt ja auch nicht vom Himmel. Wachstum bedeutet, dass man strukturell entsprechend aufgestellt sein sollte. Ich denke mal, der Arbeitsmarkt ist hier ein zentraler Faktor. Glaubst du, wir sind strukturell im Moment in Europa, Deutschland, der Schweiz, strukturell gut aufgestellt, um aus dieser Schuldenlast schnell herauszuwachsen? Das ist eine schwierige Frage, Christoph. Also erstens würde ich nicht erwarten, dass wir schnell herauswachsen, sondern ich würde davon ausgehen, dass wir schon 10, 15 Jahre wieder dafür brauchen, um die Staatshaushalte zu konsolidieren. Und die Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion, die besonders hoch verschuldet sind, werden noch länger dafür brauchen. Und es geht auch nicht um dieses schnelle Wirtschaftswachstum, als irgendeines, das mit einem Strohfeuer staatlicher Ausgabenpolitik angeschoben ist, sondern es geht um das, was nun wirklich längerfristig tragfähiges, nachhaltiges Wachstum bedingt. Und das hängt einerseits davon ab, wie der Arbeitsmarkt aussieht, also ob man Beschäftigungsanstiege realisieren kann im Zeitablauf. Und es hängt andererseits davon ab, was es an technischem Fortschritt gibt. Jetzt sind wir ja in Europa eher in relativ entwickelten Volkswirtschaften. Sag's mal vorsichtig, wir haben ja in der Währungsunion, in der Schuldenkrise der Währungsunion ja auch mal gesehen, dass es das ein oder andere Land gibt, das Strukturen hat, die dann doch noch ein bisschen vormoderner sind, als man sich das in Europa wünscht. Aber im Großen und Ganzen sind wir entwickelte Volkswirtschaften. Und wir haben namentlich in der Schweiz, in Deutschland und in Italien auch durchaus demografische Probleme, die vor uns liegen, sodass man nicht unbedingt, zumindest nicht in der Schweiz und in Deutschland, von massiven Beschäftigungsanstiegen ausgehen darf. Da steht die demografische Entwicklung entgegen und auf der anderen Seite auch die Aufnahmefähigkeit dieser Gesellschaften für Zuwanderung von außen. Deswegen von der demografischen Seite her darf man hier nicht erwarten, dass ein großer positiver Effekt für das Wirtschaftswachstum zustande kommt, eher ein negativer Effekt. Das heißt aber, dass man auf der anderen Seite viel, viel mehr noch auf technischen Fortschritt setzen muss. Das heißt, wir müssen Rahmenbedingungen schaffen in diesen Ländern, um mehr Innovation zu generieren, als wir früher generiert haben. Also das, was es an Innovationsprozessen gibt, freundlicher und optimistischer aufzunehmen und es so umzusetzen, dass wir auch tatsächlich Gewinne realisieren können. Wenn ich zurückdenke an Diskussionen, die wir beispielsweise in der chemischen Industrie, im Pharmabereich und Ähnliches hatten, über die Nutzung der Gentechnologie und nun heute sehe, dass eine der wichtigsten Innovationen des vergangenen Jahres die gentechnische Anwendung bei der Entwicklung von Impfstoffen ist, dann würde ich mir wünschen, dass man bei allem Jubel über diese beiden deutschen Firmen, die in dem Bereich tätig sind, auch mal anerkennen würde, welche Fehler man in der Vergangenheit gemacht hat mit der strikten Ablehnung der Gentechnologie in unterschiedlichen Bereichen. Also das als Beispiel und auch als Warnung dafür, was man eigentlich braucht. Wir brauchen innovationsfreundliche Politik. Und da muss man hinterfragen im Grunde jeden Regulierungsbereich, den wir beobachten. Man muss hinterfragen, ob alles, was wir da sehen, was dazu führt, dass unsere öffentlichen Verwaltungen in der Komplexität des Gewirrs unterschiedlicher Regulierungsbereiche sich selber nicht mehr zurechtfindet.
dass das nun vielleicht dann doch nicht die richtigen Rahmenbedingungen sind für diesen Innovationsschub, den wir benötigen. Und das sind die strukturellen Defizite, die wir aufbereiten müssen, die wir aufarbeiten müssen in Deutschland und in der Schweiz. Das sieht in Italien in vielerlei Hinsicht auch so aus, aber man muss durchaus dort auch feststellen, dass man noch über Beschäftigungsgewinne einen positiven Wachstumsbeitrag erzielen kann. Das ist sozusagen, da kann ein Circulus Virtuosus zustande kommen, in dem Sinne, dass wenn Italien es endlich schafft, zu Wachstum zu finden, Produktivitätssteigerungen zu realisieren, die nicht zur Arbeitslosigkeit führen, dass wir dann auch den Abbau der Arbeitslosigkeit im nächsten Schritt bekommen und sich das gegenseitig so verstärkt, wie Deutschland die letzten 10, 15 Jahre es erlebt hat, dass man auf die Art und Weise eben auch entscheidende Konsolidierungsbeiträge bekommt. Dafür ist sehr, sehr viel notwendig. Ich bin nicht in der Gruppe von Ökonominnen und Ökonomen, die meinen, es würde ausreichen, in Italien Breitbandkabel zu verlegen und damit schon die Modernisierung der italienischen Wirtschaft anzustoßen. Meines Erachtens braucht man viel stärkere strukturelle Veränderungen in der italienischen öffentlichen Verwaltung, im Regulierungsbereich, in der Gerichtsbarkeit. Das sind Themen, die auch frühere italienische Regierungen schon mal versucht haben anzugehen und daran gescheitert sind. Ich kann es dir bei diesem Thema Arbeitsmarkt nicht ersparen, dich zu fragen, und wie hältst du es mit dem Mindestlohn? Du hast dich ja bereits vor ein paar Jahren dazu geäußert und durchaus pointiert hast du dich geäußert gegen den Mindestlohn. Nun, in der Krise ist natürlich eine Debatte auch virulent, nämlich die Gleichheits- oder die Polarisierung, die verstärkte Ungleichheit, die durch die Krise angeschoben wird. Und hier könnte man argumentieren, ja, vielleicht bräuchte es doch den Mindestlohn, um hier in der Gleichheitsdebatte quasi die Kohäsion der Gesellschaft zu stärken. Bleibst du dabei, Hände weg vom Mindestlohn? Ich bin ja mittlerweile wissenschaftliches Mitglied der Mindestlohnkommission in Deutschland und beschäftige mich auch mit den Anstiegen des Mindestlohns im Zeitablauf. Man muss sagen, der Mindestlohn hat in Deutschland nicht die negativen Effekte verursacht, die mancher Beobachter befürchtet hat. Wir haben von Seiten des Sachverständigenrats nicht gewarnt, weil wir erwartet haben, dass der Mindestlohn relativ schnell zu höherer Arbeitslosigkeit führen würde. Wir haben davor gewarnt, weil die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns eben dazu führt, dass wir kräftigere Verschiebungen im Arbeitsmarkt insgesamt bekommen. Und dass sich dann herausstellen muss, über einen vollständigen Konjunkturzyklus zunächst, ob denn der Mindestlohn auch weiter relativ erträgliche Auswirkungen hat im Hinblick auf Beschäftigung und Arbeitslosigkeit. Das werden wir erst nach der Corona-Krise im weiteren Zeitablauf sehen, denn der Mindestlohn steigt in Deutschland ja jetzt in diesem Jahr 2021 noch moderat an, aber im Jahr 2022 steigt er viel, viel stärker an. Und man muss sich fragen, ist die Wirtschaftsentwicklung 2022, wird die denn dann schon so stark sein, dass sie diese Anhebung des Mindestlohns verkraftet? Hinter der Kritik am Mindestlohn bleibt weiterhin bestehen, und das hat sich nicht geändert, auch nicht durch die bisher moderaten Auswirkungen in Deutschland, dass es einen Zusammenhang zwischen Lohnhöhe und Beschäftigung gibt, der einfach nicht vom Tisch zu wischen ist, auch wenn das Gewerkschaften gerne tun. Wenn die Löhne über das Ausmaß hinaussteigen, dass wir eine Produktivitätssteigerung realisieren können, dann wirken sie beschäftigungsfeindlich. Und zu dieser Produktivitätsentwicklung einerseits und zur Erfassung der Lohnkosten andererseits gehören ganz viele unterschiedliche Dinge. Das sind auf der Lohnseite nicht nur die Nominallöhne, es sind auf der Lohnseite auch die Lohnzusatzkosten, wie man so schön sagt, also das, was beispielsweise über die Sozialversicherungsbeiträge da angeknüpft ist. Es gehört auch dazu, dass man die sonstigen Vorteile mit hinzunimmt, die die Beschäftigten bekommen in den Unternehmen, die dann letztlich kostenwirksam sind. Dazu gehören beispielsweise auch Arbeitszeitregelungen, Arbeitszeitverkürzungen, die immer wieder diskutiert werden und Ähnliches. Und auf der Produktivitätsseite muss man auch ganz klar sehen, dass es um die individuelle Produktivität geht und nicht um die durchschnittliche gesamtwirtschaftliche. Das heißt, ein gering Qualifizierter, der eben nur eine geringe Produktivität hat,
wird dann, wenn der Mindestlohn zu stark steigt, diese Löhne nicht mehr erarbeiten, erwirtschaften können und dann besteht das Risiko, arbeitslos zu werden. Der Mindestlohn hat in Deutschland so ungefähr 100.000 Arbeitsplätze gekostet bei seiner Einführung und man hat sie so gut wie nicht gemerkt, weil wir eben in einer sehr, sehr starken konjunkturellen Phase gewesen sind. Und jetzt werden wir abwarten müssen, was er weiter verursacht. Das heißt jetzt nicht, dass man die Vorteile eines Mindestlohns nicht anerkennt, wenn man das so skeptisch sieht. Der Vorteil eines Mindestlohns besteht ja darin, dass er vor allen Dingen in regionalen und lokalen Arbeitsmärkten, wo es durchaus passieren kann, dass Marktmacht auf Seiten des Arbeitsnachfragers, also der Unternehmen, entsteht, dass er das ein Stück weit korrigiert. Ja? Dass es also nicht möglich ist, Löhne unter das Produktivitätsniveau zu drücken. Und diese Korrekturen, die da vorgenommen worden sind, nach den bisherigen Analysen, die uns in der Mindestlohnkommission vorliegen, die waren durchaus positiv zu beurteilen. Ja? Jetzt werden wir aber im weiteren Zeitablauf sehen, was das weiter bedeutet. Das heißt aber auch, dass der Mindestlohn vor allen Dingen ein arbeitsmarktpolitisches Instrument ist, um bestimmte lokale Wettbewerbsprobleme, die wir im Wettbewerbsrecht ja gar nicht in den Blick nehmen würden, zu korrigieren, zu lösen. Aber es ist kein sozialpolitisches Instrument, das zur Umverteilung bei ja, gesellschaftlich nicht gewünschten Verteilungssituationen dient und dienen sollte. Da wird es scheitern, weil es am Ende eben dann eher zu Problemen der Arbeitslosigkeit führt und damit auch keine günstigen Auswirkungen auf die Verteilungssituation hat. Ja, wir waren bei den Schulden, hatten monetäre Staatsfinanzierung angesprochen, sind zum Wachstum gekommen. Da kann es nicht überraschen, dass wir irgendwann auch zu den Steuern kommen müssen. David Ricardo, ein ökonomischer Klassiker, hat uns ins Stammbuch geschrieben, die Schulden von heute sind die Steuern von morgen. Es gibt viele Gründe, warum das stimmt oder nicht stimmt, aber letztendlich ist es wahrscheinlich eine gute Daumenregel, sich an Ricardo zu wenden. Tatsächlich sind Steuern auch im Moment in der Diskussion. Die OECD hat schon länger die globale Besteuerung, insbesondere der Körperschaftssteuern auf dem Radar. Mindeststeuern werden diskutiert. Ein neuer Akzent wurde durch die neue amerikanische Finanzministerin und vormalige Notenbankchefin Janet Yellen gesetzt. Was meinst du? Ist das ein Weg, der kommen wird, der kommen muss? Und was bedeutet das für Länder, beispielsweise wie die Schweiz, die sich steuerpolitisch bisher attraktiv gehalten haben? War die ganze Schuldenzurückhaltung für nichts? Das glaube ich nicht. Ich denke, dass die Schuldenzurückhaltung, die wir in diesen beiden deutschsprachigen Ländern sehen, dass die letztlich schon auch die Notwendigkeit, Steuererhöhungen durchzuführen im Zeitablauf, reduziert haben. Und dass diese Reduktion im steuerlichen Bereich oder diese Möglichkeiten, die es im steuerlichen Bereich eröffnet, letztlich durch die Debatte um Mindeststeuer oder internationale Steuerharmonisierung nicht beeinträchtigt wird. Es ist zwar so, dass Unternehmenssteuern sehr, sehr wichtig sind, insbesondere für die Standortattraktivität eines Landes sehr, sehr wichtig sind, aber vom Aufkommen her, das ja nachher irgendwie Schulden finanzieren soll, vom Steueraufkommen her, sind die Lohn- und Einkommensteuer einerseits und die Mehrwertsteuer andererseits größere Steuerarten und wichtigere Steuerarten für die Finanzierung des Staates. Und in diesen beiden Bereichen wird die Notwendigkeit, mit Steuererhöhungen nachher Schulden zu finanzieren, sehr gering sein in Deutschland und in der Schweiz. Was macht die Mindeststeuer oder überhaupt dieser gesamte Prozess? Ich meine, wir kennen ja diese Diskussion um Steuerharmonisierung schon sehr, sehr lange. Wir kennen das natürlich auch im Schweizer Kontext schon sehr, sehr lange. Ich habe ja meine Dissertation zum Thema Steuerwettbewerb in der Schweiz geschrieben und dann bin ich zurückgegangen bis auf die Arbeiten von Georg von Schanz zu den Steuern der Schweiz aus dem Jahr 1890. Und auch da finden Sie schon Zitate, dass Hochsteuerkantone sich beklagt haben über die Niedrigsteuerkantone und nach Harmonisierung gestrebt und Ähnliches. Das ist also ein Prozess, der relativ lange geht, aber er wird immer wieder auch dadurch
beeinträchtigt, dass ja diejenigen, die niedrigere Steuerlasten haben, in einem solchen Harmonisierungsprozess, solange es sich um souveräne Staaten handelt, nicht bereit sind, viel zu viele Zugeständnisse zu machen. Also eine Mindeststeuer, ein Mindeststeuersatz bei der Unternehmensbesteuerung von 21%, wie er den Amerikanern vorschwebt, der wird bei vielen Mitgliedstaaten der OECD, die in diesen Prozess eingebunden sind, nicht auf Gegenliebe stoßen. Und andere Dinge werden sicherlich auch noch mal intensiver zu diskutieren sein. Also die Säule, die dafür sorgt, die Säule in diesem Steuerharmonisierungskonstrukt BEPS der OECD, die dazu führt, dass die Steuereinnahmen anders verteilt werden sollen, die werden den exportstarken Ländern nicht so sehr gefallen. Also ich bin schon noch gespannt, wo wir am Ende bis zum Sommer dieses Jahres landen werden. Ich würde erwarten, dass wir Mindeststeuern festlegen, die allerhöchstens knapp über dem liegen, was wir in Irland beobachten. Da liegt der Körperschaftsteuersatz bei 12,5%, also vielleicht nachher 13 oder 14. Das werden auch die Kantone in der Schweiz, die niedrige Gewinnsteuern haben, einigermaßen verkraften können. Vor allen Dingen, wenn man es dann nachher über die Ebenen kumuliert, in der Schweiz sieht es ja nochmal anders aus. Und auf der anderen Seite, dass die exportstarken Länder es schaffen werden, bei der Umverteilung des Steuersubstrats an den Ort der Wertschöpfung hin doch restriktiv genug zu bleiben, sodass man bei einem Ergebnis rauskommt, das noch einigermaßen erträglich ist in dieser Steuerharmonisierung. Man muss klar sagen, man sieht ja auch jetzt in diesen Bestrebungen, die da existieren, dass die Hochsteuerländer Deutschland, Frankreich, die USA sich hier versuchen, im Zuge eines Steuerkartells dagegen zu wehren, dass es Länder mit niedrigeren Steuersätzen gibt. Im Grunde ist es immer so, dass gerade auch im internationalen Umfeld Kartelle sehr, sehr instabil sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nun ohne weiteres dauerhaft so zustande kommt, wie sich das die Amerikaner vorstellen. Deutschland kennt eine Fiskalregel, die Schuldenbremse, die Schweiz kennt sie auch. Das Design ist relativ ähnlich, aber in Deutschland wurde die Regel im Moment ausgesetzt. In der Schweiz gibt es einen Mechanismus, wie man innerhalb der Regel bleiben kann, trotz fiskalpolitischer Impulse, die man in der Krise abgeben möchte. Was ist deine Beurteilung über die Chancen, dass Deutschland zurückkehrt zur Schuldenbremse? Du bist ja politischer Ökonom und beurteilst nicht nur die Frage, ob es sinnvoll sein sollte, zurückzukehren. Ich gehe davon aus, dass du das befürworten würdest, sondern du beurteilst auch die politischen Konstellationen, die Trends dazu. Würdest du meinen, Deutschland kehrt 2022 wieder zurück in das Regime der Schuldenbremse? Für das Jahr 2022 erwarte ich in Deutschland, dass die Ausnahmeregel der Schuldenbremse nochmal gezogen wird. Dass man also nicht zur Regelgrenze der Schuldenbremse dann schon zurückkehrt, sondern das erst ab 2023 machen wird. Einfach weil die Unsicherheit für die Fiskalpolitik angesichts des Fortdauerns der Corona-Problematik, des Infektionsgeschehens, der Lockdowns und so weiter ist viel zu hoch, als dass man das jetzt schon so festlegen könnte. Und es bedeutet durchaus auch für die Haushälter, dass sie Schwierigkeiten haben, zu bestimmen, wie denn der finanzpolitische Rahmen im nächsten Jahr aussehen soll. Ich habe in der ganzen Diskussion immer dazu gemahnt, jetzt erst einmal abzuwarten, in der zweiten Jahreshälfte 2021 zu sehen, wie die Finanzlage überhaupt ist und was haushaltspolitisch in den kommenden Jahren notwendig ist. Man muss ja klar sagen, erstens, dass zwar die Regelgrenze der Schuldenbremse nur wenig Defizit in Deutschland erlaubt, 0,35% des Bruttoinlandsprodukts für den Bund, 0,0% für die Länder, dass aber auf der anderen Seite ja die Konjunkturkomponente relativ stark ist. Es geht ja um 0,35% strukturelles Defizit. Das heißt, da wird konjunkturell bereinigt. Und wenn man sich so sehr in der Krise befindet, wie wir das jetzt sehen, dann erlaubt diese Konjunkturkomponente natürlich auch viel, viel mehr an Staatsverschuldung. Wir hätten im Jahr 2020 etwa 90 Milliarden Schulden machen können
im Rahmen der Regelgrenze der Schuldenbremse, also 0,35% plus Konjunkturkomponente plus finanzielle Transaktionen, und haben dann eine Verschuldung gemacht von 120 Milliarden Euro. Das ist schon deutlich drüber, keine Frage. Aber es ist trotzdem so, dass man schon ziemlich weit an das, was dann tatsächlich an Verschuldung stattgefunden hat, an Neuverschuldung rangekommen ist. Also von daher wird man auch beobachten, dass aus diesen Verschuldungsmöglichkeiten, die der Finanzminister bekommen hat, also diese Kreditermächtigungen, die er hat, am Ende Reserven generiert werden, auf die er ab 2023 zurückgreifen kann, um dann ohne Abbruchkante, also allmählich wieder in die Regelgrenze der Schuldenbremse zurückzukommen. So wird das voraussichtlich aussehen. Und im Grunde muss man das, weil das ja ein komplizierteres Regelwerk ist, als einfach nur zu sagen, 3% Defizit und damit hat sich's. Fast alle Fiskalregeln heute sind ein bisschen komplizierter. Muss man nach ja schon den Haushältern erklären, im Bundestag und aber auch in den Länderparlamenten, auch auf der kommunalen Ebene, was eigentlich diese Spielräume sind, um ihnen klarzumachen, dass man nicht in Panik verfallen muss einerseits oder die Schuldenbremse einfach abschaffen muss auf der anderen Seite. Ob die Schuldenbremse in dem jetzigen Design fortbestehen kann in Deutschland, hängt natürlich von den Mehrheitsverhältnissen ab. Aber hier ist es eigentlich ganz schön zu festzustellen, dass die Schuldenbremse in der Verfassung, also im Grundgesetz, verankert ist. Man für die Änderung des Grundgesetzes 2/3 Mehrheiten braucht, und zwar sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat. Und auch wenn man da den Umfragen für die Bundestagswahl folgt oder sich überlegt, was die Länderseite macht und wie die Länderseite aufgestellt ist, ist die Änderung der Schuldenbremse mit diesen 2/3 Mehrheiten schwer, relativ unwahrscheinlich, und sie ist damit ganz gut geschützt. Und gerade das macht den Charme der verfassungsrechtlichen Verankerung einer Schuldenbremse aus. Eine optimistische Sicht, könnte man jetzt nicht eine pessimistische Sicht einnehmen und sagen, blenden wir zurück 2019 vor der Pandemie. Ich kann mich erinnern, in Deutschland eine Diskussion, verhindert die Schuldenbremse, dass wir genügend investieren, verlottert die Infrastruktur in Deutschland wegen der Schuldenbremse. Wir hatten etwas ähnliche Diskussionen in der Schweiz, in einer Zeit rückblickend paradiesisch fast fiskalpolitisch gesehen. Und nun, wo die Zeiten des fiskalpolitischen Paradieses mindestens für ein paar Jahre mal ausgesetzt sind, nun müsste doch dieser Ruf noch viel stärker sein. Glaubst du, diese pessimistische Sicht hat was für sich? Nein, also ich habe mich damit ja intensiv auseinandergesetzt, inwiefern die Schuldenbremse irgendetwas an den öffentlichen Investitionen so verändert hat, dass wir zu einer Verlotterung der Infrastruktur gekommen wären. Das Gegenteil ist doch der Fall. Ich kann das für den deutschen Fall sehr dezidiert sagen. Wir haben einen Rückgang der öffentlichen Investitionstätigkeit in Deutschland seit der Wiedervereinigung, im Grunde sogar schon ein bisschen vorher, wenn wir nur Westdeutschland anschauen, also die alte Bundesrepublik. Und da hatten wir eine Schuldenregel im Grundgesetz stehen, die als sogenannte goldene Regel daherkommt. Das heißt, man durfte sich verschulden in Höhe der Investitionstätigkeit des Staates. Also das, was sich viele jetzt wünschen als Änderung der aktuellen Schuldenbremse. Und das hat diesen Rückgang der öffentlichen Investitionstätigkeit überhaupt nicht verhindert. Ja? Im Gegenteil, wir mussten feststellen, dass das, was dann schlagartig einmal notwendig war, um in Ostdeutschland öffentliche Investitionen zu tätigen, danach nochmal zu einem kräftigen Rückgang geführt hat. Die Schuldenbremse hat damit nichts zu tun. Sie hat eher dazu geführt, dass wir intensiver über öffentliche Investitionstätigkeit diskutiert haben seit ihrer Einführung 2009 und hat dann dazu geführt, dass in den vergangenen Jahren die Investitionstätigkeit des Staates sogar nach oben gegangen ist. Also das Gegenteil dessen, was behauptet wird. Ja, es tritt eigentlich das ein, was Befürworter der Schuldenbremse wie ich immer erwartet haben, dass man nämlich über die Zielkonflikte der Finanzpolitik viel, viel intensiver diskutiert und dann auch andere Entscheidungen trifft. Ja, das ist das, was wir da erwarten können. Was sich mittlerweile in Deutschland einstellt, ist in der Diskussion die Erkenntnis, dass diese enormen Beträge, die vom Finanzminister zur Bekämpfung der Corona-Krise ins Schaufenster gestellt worden sind, die ja zu einem erheblichen Teil auch Investitionsmittel
enthalten für Klimaschutz, für Digitalisierung, für die Kommunen und so weiter, dass diese Mittel wie schon zuvor unzureichend abgerufen werden. Dass man es nicht schafft, die öffentliche Investitionstätigkeit wirklich so schnell und so klar zu entfalten, wie sich das manche Protagonisten vorstellen. Und wenn man dann noch mal ein bisschen weiter hinterfragt, woran liegt es denn, dann sind wir eben bei dem, was wir schon im Hinblick auf die Innovationsfähigkeit Deutschlands herausstellen mussten, nämlich, dass es ein Gewirr unterschiedlicher Regulierungsbereiche gibt, die auch die Investitionstätigkeit der öffentlichen Hand hemmen. Dass es ewig dauert, bis wir einen Flughafen in Berlin gebaut haben. Dass es ewig dauert, bis das Schienennetz so modernisiert ist, dass wir mehr Verkehr auf die Schiene verlagern können. Die Schweiz hat vorbildlich ihren Teil des Vertrages, der mit Deutschland, Italien, Frankreich geschlossen ist, erfüllt. Auch noch im Kostenrahmen den Gotthard-Tunnel gebaut. Das schaffen wir alles in Deutschland gar nicht. Wir kommen zu riesigen Verzögerungen, einfach weil geklagt wird in unterschiedlichen Rechtsbereichen, immer jeweils bis in die letzte Instanz. Und da muss man sich auch nicht wundern, wenn das so lange dauert. Das ist mittlerweile auch eine Einsicht, die im Finanzministerium zumindest bei den SPD-Protagonisten dort einzieht. Bei den anderen war diese Einsicht vorher schon da. Sodass wir vielleicht in den kommenden Jahren auch hier andere Weichenstellungen bekommen werden und mal diese Diskussion um die angebliche Investitionsfeindlichkeit der Schuldenbremse los sind. Sie ist nicht investitionsfeindlich. Man muss nur die richtigen Entscheidungen treffen und dann kann man auch staatlich investieren. Nur eine Bemerkung ist natürlich noch wichtig. Die 10 Jahre, die wir jetzt hinter uns haben, von 2009 bis 2019, eine Phase der Konsolidierung in Deutschland, die würden ja vor allem fiskalisch konservative Ökonominnen und Ökonomen als Paradies bezeichnen. Andere bezeichnen die Fiskalpolitik der lockeren Hand, die wir jetzt im Moment haben, als Paradies. Also mal sehen, was uns da wirklich am besten tut. Die Krisenfeuerwehr ist ausgefahren, aber irgendjemand steht auf dem Schlauch. Und insofern wird vielleicht der Schuldenanstieg gar nicht so dramatisch ausfallen, wie gewisse Prognosen es aufzeigen lassen. Wie hältst du es eigentlich mit der Austerität? So wie ich das verstehe, in Deutschland ein schlecht besetzter Begriff aus historischer Erfahrung. In den 30er Jahren, Kanzler Brüning hat mit einem pointierten Austeritätskurs verheerende politische Folgen verursacht. Gleichzeitig gibt es in der amerikanischen Literatur, kürzlich verstorbener Ökonom Alberto Alesina, interessante Ergebnisse, dass vielleicht Austerität gar nicht so schlecht sein muss. Wie ist deine Meinung? Klar, Wachstum würde vieles lösen, aber nehmen wir mal an, die strukturellen Probleme sind und die säkularen Probleme einer alternden Gesellschaft sind dermaßen, dass halt das Wachstum diese Schuldenbedienung nicht löst, sondern dass es vielleicht auch irgendwo Einschnitte im Ausgabenkorsett braucht. Wie ist deine Meinung zu Austeritätsmaßnahmen? Diese ganze Diskussion um Konsolidierung der öffentlichen Haushalte, ich mag das Wort Austerität nicht besonders, die sehe ich immer sehr differenziert. Also erstens muss man sagen, Austerität, auch in Anlehnung an Brüning, ist eigentlich nur dann als Bezeichnung eines Konsolidierungsprozesses adäquat, wenn man tatsächlich nominale Kürzungen der Ausgaben in der Summe hat. Nicht nur in einzelnen Bereichen strukturell, sondern wirklich auch in der Summe. Und es muss auch hinzukommen, und das war ja Teil der Brüningschen Politik, dass es zu Lohnsenkungen kommt, zu Nominallohnsenkungen kommt. Die hat Brüning damals verordnet. Tarifautonomie gab es in Deutschland der Weimarer Republik nicht. Nicht so, wie wir das heute in Deutschland auch grundgesetzlich abgesichert haben. Sodass wir da vor allen Dingen auch auf Seiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein größeres Problem bekamen. Nicht einfach nur wegen der Staatstätigkeit und der Reduktion der Staatsausgaben, sondern vor allen Dingen auch wegen dieser Lohnpolitik, die man als Austerität bezeichnen muss. Und das ist
Natürlich in anderen Ländern, wenn wir die Situation nach der Finanzkrise nehmen, wo ja nochmal dieses Wort Austerität aus der Kiste geholt worden ist, durchaus auch so passiert. Im griechischen Fall beispielsweise hatten wir diese Situation. Und das darf man durchaus auch als Austerität bezeichnen, was in Griechenland stattgefunden hat. Nur es auf jeden Konsolidierungsprozess anzuwenden, halte ich für verfehlt. Das, was man auch herausstellen muss, es geht doch vor allen Dingen darum, dass die Ausgaben weniger stark steigen als das Bruttoinlandsprodukt. Auch die Analysen Alesinas knüpfen ja doch im Wesentlichen an der Staatsquote an, also an den Ausgaben des Staates in Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Ist eine unechte Quote, weil da auch Transfers und Ähnliches drin sind, aber ja, wir nehmen mal diese Staatsquote, weil sie so prominent ist. Darauf kommt es an. Ja? Und wenn es uns natürlich gelingt, über die Wachstumsseite mehr zu erreichen, dann sinkt ja diese Staatsquote automatisch. Ja? Ceteris paribus, wenn man die Ausgaben konstant halten würde. Also von daher kommt es meines Erachtens immer genau darauf an, in welcher Situation man sich befindet und was man tun muss, um zu einer Konsolidierung zu kommen. In einem Staat, der sich in einer Schuldenkrise befindet, wird man nicht darum herumkommen, eine Austeritätspolitik in gewissem Ausmaß zu fahren. Das habe ich im Falle Griechenlands immer wieder auch gesagt. Es ist meines Erachtens ganz klar gewesen im Falle Griechenlands, dass das, was wir in Europa an Lösungen gefunden hatten, also den europäischen Stabilitätsmechanismus mit der Troika, Griechenland einen guten Teil der Austerität erspart hat, den es ansonsten gehabt hätte, wenn die Hilfen aus Europa nicht gekommen wären. Ja? Also von daher muss man das einfach aus der anderen Perspektive mal sehen, nicht nur aus der griechischen, die natürlich dann auch leidvoll ist in verschiedener Hinsicht, sondern man muss es auch aus der anderen Sicht sehen, dass dann einiges an Leid verhindert worden ist durch diese Art der Politik. Nur wenn man sich einmal in eine Schuldenkrise begeben hat, ist es natürlich ausgesprochen schwer, da wieder rauszukommen. Und ohne schmerzhafte Anpassungen ist es nicht möglich. Das sehen wir regelmäßig. Auch in den Schwellenländern oder in weniger entwickelten Ländern, wenn dort Umschuldungen stattfinden müssen und dann auch eine entsprechende Politik im Nachgang kommen muss. Für das, was vor uns liegt, denke ich, dass man dann trotzdem in der Ausgabenstruktur nochmal genauer schauen muss, was sind denn verzichtbare Ausgaben, damit es uns wirklich auch gelingt, das Ausgabenwachstum weniger stark ausfallen zu lassen als das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts. Es ist ja nun nicht so, gerade in Deutschland und in der Schweiz, dass wir in den vergangenen 10 Jahren in der Situation, in der über Niedrigzinsen und deutlich niedrigere Zinsausgaben konsolidiert werden konnte, über sprudelnde Einnahmen konsolidiert werden konnte, dass wir da keinen Speck bei den Ausgaben angesetzt hätten. Der ist ganz schön dick geworden, dieser Speck. Da gibt es schon das ein oder andere, was verzichtbar ist. Aber das ist auch eine Frage der Diskussion um die Ausgabenstruktur. Es ist nicht eine Frage der Diskussion um die nominale Ausgabenhöhe. Haben wir in den Sozialwerken Rentendebatte, haben wir dort Speck angelegt? Ja, natürlich. Man muss natürlich sehen, einerseits, dass wir vor dem Hintergrund einer demografischen Entwicklung laufen, die es verhindern wird, dass die Ausgaben der Rentenversicherung sich senken lassen. Die werden steigen dadurch. Und das ist am Ende ja auch so angelegt und richtig so in gewissem Ausmaß, um die Ansprüche der Bevölkerung, die in diesen Rentensystemen organisiert sind, zu bedienen. Aber man hat in den vergangenen Jahren gerade in Deutschland Leistungen ausgebaut, weil ja die Einnahmen auch der Rentenversicherung, die Beitragseinnahmen gesprudelt sind. Da waren so viele Reserven aufgeschichtet, dass man sagte, ja, jetzt können wir die ja entsprechend nutzen und dann führen wir mal eine Mütterrente ein und noch eine Mütterrente und eine Rente mit 63 für langjährig Versicherte und Ähnliches. Zuletzt die sogenannte Grundrente, die auch nochmal als rentenpolitische Maßnahme kommt und nicht als Absicherung für Personen, die Probleme hätten mit der Altersarmut. Ja, die Grundrente kriegt ja jeder, auch wenn er nicht altersarm ist. Also von daher muss man ganz klar sagen, es gab Leistungsausweitungen, die das Rentenbudget in der Zukunft weiterhin belasten werden, die dann aber, wenn man das gesamte Rahmenwerk, das rechtliche Rahmenwerk anschaut, auch nicht mehr leicht zurückzunehmen sind. Also es ist vielleicht noch machbar, für 5, 6, 7 Jahre die Rente mit 63 für langjährig Versicherte wieder zu kassieren, wenn das notwendig wäre. Man würde auch bei der Grundrente Anpassungen vornehmen können, aber die Mütterrenten bleiben beispielsweise und sie sind ziemlich teuer.
Ein Aspekt, den wir bisher noch nicht angeschaut haben, ist der Effekt von Schulden auf die Währung. Man könnte sich vorstellen, wie in Schwellenländern ist das üblich, dass ab einem gewissen Schuldenstand dann quasi in fremden Währungsräumen die Verschuldung geschrieben wird. Hältst du das für etwas, was uns auch in Industriestaaten wieder erwarten wird? Ich bin immer vorsichtig. Also man tut als Ökonom gut daran, keine Preise prognostizieren zu wollen. Also weder die Höhe der Zinssätze noch spezifische Preise wie den Ölpreis. Und letztlich ist der Wechselkurs ja auch ein Preis. Deswegen bin ich ein bisschen zurückhaltend, irgendetwas zur Dollar-Euro- oder Dollar-Franken-Entwicklung sagen zu wollen. Man kann nur versuchen, anhand der jetzigen Situation mit sehr hoher Verschuldung abzuleiten, was das bedeuten kann in den kommenden Jahren. Die Verschuldung gerade in den USA wird jetzt so hoch sein, dass man mit höheren Inflationserwartungen in die Märkte gehen muss. Und das ist das, was wir auch beobachten. Also sehr schnell haben die Anleger auf den Finanzmärkten, auf dem Kapitalmarkt reagiert und die höheren Inflationserwartungen schlagen sich nieder. Wenn dann wirklich eine höhere Inflation realisiert wird, dann wird der Prozess noch verstärkt. Das heißt, wir werden auch im Hinblick auf die Anleihemärkte entsprechende Reaktionen sehen. Am langen Ende des Marktes sollten wir dann auch Zinserhöhungen beobachten. Und wenn das in den USA stattfindet und wir haben ja einen internationalen Finanzmarkt, dann hat das auch Auswirkungen auf die anderen Finanzmärkte. Und typischerweise stellen wir dort aber fest, die sind ja auch alle hochverschuldet. Und alle wollen dann ihre Anleihen wieder platzieren und müssen sehen, wie sie sich da refinanzieren. Also selbst wenn es keine Neuverschuldung gäbe, muss man ja immer wieder revolvieren, das, was es an fälligen Anleihen und fälligen Kapitalmarktschulden gibt, refinanzieren. Und dann sehen, dass es dafür auch jemanden gibt, der als Gläubiger bereit ist einzutreten, beziehungsweise einen Anleihekäufer, der bereit ist, auch Mittel bereitzustellen. Und in so einer Situation darf man dann angesichts der Portfolioentscheidungen, die anstehen, nicht erwarten, dass bei steigenden Renditen auf den Anleihemärkten keine Auswirkungen auf die Aktienmärkte zu beobachten sein würden. Und in dem Gefüge dürfen wir durchaus auch Auswirkungen auf die Wechselkurse erwarten. Ich will nicht sagen, in welche Richtung die gehen, weil wir ja dann auch erstmal sehen müssen, wer zieht wann nach und wer ist da besonders stark in diesem Gefüge. Ich erwarte aber einen etwas steinigeren Weg in den kommenden Jahren, was die Finanzmärkte anbetrifft. Es wird nicht mehr so ganz simpel sein. Wollen wir vielleicht zum Schluss noch eine positive Wendung, eine positive Note dem Interview verleihen? Die Krise wird irgendwann einmal, so hoffen wir, zu Ende sein. Erwartest du Nachholeffekte? Du hast gesagt, du machst keine Preisprognosen, also du musst mir nicht sagen, was die Nachholeffekte auf die Preise für einen Einfluss hat. Aber ganz generell, was erwartest du? Gibt es einen graduellen Prozess oder gibt es ein Überschießen? Vieles wird derzeit als mögliches Zukunftsszenario portiert. Wie siehst du das? Ich denke, da muss man auch nochmal von Land zu Land schauen und sich genau überlegen, was passiert in einem Land, in dem die Arbeitslosigkeit relativ hoch ist. Da muss man davon ausgehen, dass das, was an zusätzlicher Ersparnis jetzt zustande gekommen ist in der Corona-Krise auf Seiten der privaten Haushalte, viel vorsichtiger wieder aufgelöst wird, als in Ländern, in denen wir eine relativ niedrige Arbeitslosigkeit haben. Also für die Schweiz und für Deutschland mit relativ niedriger Arbeitslosigkeit würde ich schon erwarten, dass die doch sehr stark gestiegene Sparquote sich relativ schnell wieder in Zusatzkonsum äußert. Dass dieser zurückgestaute Konsum, der da vor allen Dingen sich in einer höheren Sparquote niedergeschlagen hat, dann, wenn wir die Lockerungen haben, eben auch in die Breite geht. Und das bedeutet durchaus auch, dass die Konsumenten bereit sind, höhere Preise zu akzeptieren. Weil sie haben ja das Geld zur Verfügung und der Widerstand gegen Preiserhöhungen wird geringer sein. Und das wohl sicherlich in den ersten Schüben gerade dort, wo wir jetzt besondere Restriktionen haben. Also Gastgewerbe, Hotellerie, Tourismus, das sind Bereiche, wo sich die
Konsumwünsche der Leute in der Zeit nach der Corona-Krise besonders äußern wird. Reisen insgesamt, alle möglichen Events, die Leute wollen rausgehen. Ja, also sie fühlen sich natürlich restringiert durch das, was wir da haben. So ist es ja natürlich auch gedacht in einem Lockdown. Aber das zeigt ja dann schon auch, dass die Wünsche der Menschen sich dahingehend nicht geändert haben, auch nicht durch die Corona-Krise. Was das dann nachher für die Preisentwicklung heißt, das wird sich weisen müssen. Es ist im Unterschied zu einem sehr transitorischen Effekt, wie man ihn jetzt in Deutschland mit der temporären Mehrwertsteuersenkung und der CO2-Bepreisung hat, also durch eine rein staatliche Maßnahme, die stichtagsbezogen ist, kann das durchaus auch andere Preisentwicklungen und Inflationsentwicklungen lostreten, die etwas nachhaltiger sind als das, was wir mit so rein transitorischen Effekten sehen. Aber die Frage ist dann trotzdem auch, wie sich das weiter durch das System durchfrisst und ob es dadurch dann auch längerfristige Inflationseffekte gibt. Das ist aber ein anderes Problem. Ich bin noch vorsichtig mich klar zu positionieren im Hinblick auf das, was die Corona-Pandemie und die Erkenntnisse, die wir aus dieser Krise ziehen, jetzt schon ziehen und weiterziehen werden, was das für das Wirtschaften insgesamt bedeutet. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es dauerhafte Veränderungen gibt, gerade wenn wir den Bereich Digitalisierung anschauen. Also die Diskussion, in der Schweiz verfolge ich sie nur am Rande, aber in Deutschland ist sie ganz stark, wie sehr der Datenschutz bei uns gelebt wird und wie restriktiv er tatsächlich ist. Da hat man manchmal den Eindruck, dass Datenschutz wichtiger ist als ein Menschenleben. Das kann nicht sein. Also diese Diskussion ist angekommen in der Politik, bei den Menschen, beim Datenschutzbeauftragten, der schon ganz schön stark auf den Hinterbeinen steht, aber sich kaum mehr strecken kann. Also von daher erwarte ich schon auch, dass wir im Hinblick auf die Digitalisierung vieles bekommen werden. Was dann auch das dauerhaft stellt, was wir jetzt in der Krise sehen. Man wird nicht mehr für jede kleine Sitzung und Absprache eine Dienstreise nach London unternehmen müssen. Das lässt sich in der Perfektionierung der Videoübertragungen und der Videosessions, die wir gegenwärtig abhalten, auch weiterziehen. Und ich glaube schon, dass wir dadurch auch kräftigere Veränderungen bekommen werden. In anderen Bereichen sehe ich das aber nicht so. Also aufgrund der Corona-Pandemie jetzt befürchten zu müssen, dass die Menschen nicht mehr nach Asien reisen wollen, ich glaube, das ist eine Befürchtung, die nicht eintreten wird. Die Reisewilligkeit, die Reisebereitschaft der Menschen ist, gerade weil sie jetzt so restringiert waren, besonders groß. Ja, das ist doch ein verhalten-positives Schlusswort. Herzlichen Dank, Lars, für das spannende Gespräch. Hoffen wir, dass diese optimistische Schlussnote uns dann in die zweite Jahreshälfte trägt und dass wir nach Beendigung der Corona-Krise wieder einen Alltag erleben können, der ein Miteinander, ein sich Treffen erlaubt, so wie wir das als Gesellschaft gerne haben. Der persönliche Kontakt steht doch über sehr vielen. Vielen Dank, Lars, für das spannende Gespräch. Vielen Dank, Christoph, für die Einladung. Das hat sehr viel Spaß gemacht.